Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach... Moment, was hat er gesagt? Wo ist Schwarze Schmiede und die große Fessel? Also, der... Wen müssen wir noch retten? Den Varnus Galerion. Ja, der ist ja hier irgendwo im Osten gefangen, hieß es. Mal gucken wir jetzt einfach mal. Gibt es auch wieder noch eine Quest mitzunehmen? Ich bin mit ein paar anderen Zaubermeistern angekommen. Beschwörungsmeister. Wir haben dabei geholfen, das Portal nach Kalthafen zu öffnen. Leider sind wir nicht dort angekommen, wo wir es erwartet hatten. Eine Verteidigungsmaßnahme, denke ich. Molag Bals Truppen haben sich sofort auf uns gestürzt. Wo sind die anderen? Sie wurden von Daedra gefangen, die von Richter Xiven angeführt wurden. Im Durcheinander konnte ich mich davonstehlen. Seitdem kundschafte ich die Gegend in Skampengestalt aus. Über die Magier wird in der Halle des Urteils Gericht gehalten. Ich habe gehört, wie Richter Xiven sie dort drinnen angeschrien hat. Wir müssen ihnen helfen. Ich werde helfen. Wo fangen wir an? Eine magische Barriere blockiert den Eingang in die Halle. Sie wird durch Elementarkristalle angetrieben. Wir müssen die Kristalle vernichten und einen Schlüssel besorgen, um das Tor zu öffnen. Ihr müsst euch beeilen. Daedrische Richter fällen ihre Urteile oft sehr schnell. Ich kümmere mich darum. Holt den Torschlüssel aus der Kassette im Norden und zerstört die drei Kristalle, um die Barriere einstürzen zu lassen. In jedem Turm befindet sich ein Kristall. Trefft mich beim Eingang zur Halle des Urteils, sobald ihr fertig seid. Bis dahin schaue ich mich weiter um. Alles klar. Dann die Halle des Urteils. Wir müssen ja auch diese... Wir müssen ja auch Magier und so weiter befreien, also... Machen wir das jetzt einfach mal. Müssen wir sicher da rein. Zuerst eine Himmelsscherbe. Seit dem Update ist es aber auch so ein bisschen, ja, weiß nicht. Boah, ich kann gerade drücken, wie ich will. Her? Oder heißen die allgemein so? Ist bestimmt hoch. Lass mich hoch. Einer.
Müssen wir da in den Turm wahrscheinlich? Hoch, jetzt leck geht's ein bisschen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder hoch. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Feuerkristall. So. Erdkristall. Torschlüssel. Muss ich jetzt erst... Oh. Muss ich jetzt erst die Kristalle eigentlich machen und dann den Schlüssel holen, oder? Wahrscheinlich, oder? Okay, ich soll den nur besorgen. Immer noch so mega ruhig gerade. Na komm, steh auf. Ich später aussortieren. Hallo. Yeah.
So, jetzt haben wir den Schlüssel. Diebesgut haben wir auch gefunden. Was ist da alles Schönes drin? Eine Schatzkarte. Sehr schön. Kann ich da was mitnehmen? Oh, eine Flasche. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Moment, jetzt gucke ich mal kurz auf die... Hier ist der Erdkristall. Okay. Versuchen wir mal da durchzuflitzen. So gut es geht. Ist der da drin? Oh. Hallo. Mr. Klanban. Hallo, steh mal auf. So. Bin ich ja vorhin schon dran vorbeigelaufen? Nein. Ich hab noch gedrückt gehabt. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh. Okay. Ja, läuft alles noch. Oh, hallo. So. Muss mir noch alles aufschreiben. Was ich so gemacht habe in den Folgen. Sprecht mit Malco Valos. Okay. Kann ich da runterspringen einfach? Ups. Ups. Ah ja. Ist okay. Wo ist er denn? Ist noch nicht sichtbar. Hallo? Der Prozess ist vorbei. Richter Xiven hat meine Gefährten für schuldig befunden und sie zum Tode verurteilt. Sie wurden in die Zellen unter der Halle gebracht, während die Vorbereitungen für die Hinrichtung getroffen werden. Ich arbeite an einem Ablenkungsmanöver, um unsere Flucht zu verschleiern. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Ich habe den Torschlüssel. Gehen wir los und retten die Magier. Ein hervorragender Vorschlag. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst uns hineingehen und die anderen befreien. Okay. Die Halle des Urteils. Oh, gut. Oh, ich dachte eine Wache. Und ich dachte schon, das wird langweilig. Magistrat, die Schuldbeladenen zieht es zu uns wie die Fackelkäfer zum Honig. Kommt und lasst ihm euch richten, Sterbliche. Oh. Hervorragend. Geht runter zu den Zellen und befreit meine Begleiter. Mach ich. Auf dem Weg nach draußen gebe ich euch Deckung.
Ihr seid keine Wache. Nehmt den Schlüssel auf dem Tisch und schließt diese Käfige auf. Gott, ich bin gerade erschrocken. Schlüssel. Wo? Ach, nicht reden. Aufschließen. Nun, worauf war dieses Ver- Bin jetzt halt gespannt, wann wir noch den Dingens retten da. Ich werde sie den Tag bereuen lassen. Bereuen, sage ich. Ich rette dich. Die frische Luft der Freiheit. Hab Dank, dass ihr den Käfig geöffnet habt. Eine großartige Rettung, aber was nun? Habt ihr einen Plan oder schauen? Hab Dank. Diese dachte, es wäre vorbei, als Richter Xiven uns zum Tode verurteilte. Aber wie kommen wir aus der Halle des Urteils raus? Sie werden uns nicht einfach rausspazieren lassen. Malkur Valus schützt unseren Rückzug. Der Weg sollte jetzt frei sein. Malkur? Nun, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Tarami fragte sich schon, wie es ihm wohl ergangen ist. Doch dieser hat genug von diesem Ort. Verschwinden wir von hier. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Okay, dann los. Oh je, ob das gut geht. Ja, war klar. Das Tor mit einem Schildzauber belegt. Wir sitzen in der Falle. Wir werden uns um das Tor kümmern. Haltet sie uns vom Leib, bis wir fertig sind. Ihr wurdet gerichtet. Ihr werdet nicht entkommen. Oh, sieht gut aus. Ihr werdet nicht entkommen können. Ja, dann. Niemand entkommt jemals meinem Urteil. Schnell erholen. Die Strafe ist der Tod. Oh oh. Oh. Oh, ganz schön viele. Au, au, au. Oh, 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 oh. Geht schon viel zu lange. Es wird Zeit, dass ihr jetzt sterbt. Komm schon. Komm, 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 komm. Ich werde euch eigenhändig exekutieren. Oh Gott. Komm.
So. Können wir jetzt? Na komm, komm, komm. Ihr wurdet gewogen und für zu leicht befunden, Xiven. Jo. Haben wir's jetzt? Spaß beiseite. Raus hier. Oh, danke. War aber gar nicht so schlecht. Wir waren gut. Schnell, bevor die Daedra uns bemerken und verfolgen. Yay, wir sind draußen. Gut gekämpft, nicht wahr? Vielleicht haben wir eine Chance, dieses Desaster in eine erfolgreiche Operation zu verwandeln. Schafft ihr es von hier aus in die leere Stadt? Wir haben ein Portal in die Stadt geöffnet. Benutzt es ganz nach Belieben. Wir stehen in eurer Schuld. Ohne eure Hilfe wären die anderen immer noch eingesperrt. Oder Schlimmeres. Wir bringen uns in Sicherheit und beginnen sofort damit, die Portale nach Nirn zu stabilisieren. Alles klar. Und Inventar voll, war ja klar. Ach ja, wenn das nicht wäre. Komm, können wir zerstören, ist egal. Wir haben gut gekämpft. Wir haben ein Portal. So. In Ordnung. Lasst uns losziehen. Wir müssen Portale stabilisieren, wisst ihr? Ihr habt die gefangenen Anrufe der Magiergilde gerettet. Alles klar, supi. Ich müsste eigentlich nur mein Inventar mal wieder aufräumen. Und hätte gesagt, wir laufen jetzt noch dahin, wo wir hin müssen. Und dann... ja, beende ich die Folge, glaube ich. Aber erstmal gucken. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Sind wir auf dem richtigen Weg? Das ist richtig. Wir müssen doch nach Osten. Wir müssen nach Osten. Also hier, nee. Das Versteck der Todesweberin. Was ist das denn? Hä? Können wir da hin? Können wir eigentlich auch durch das Portal durch? Oh Gott, dann können wir vielleicht dort unser Inventar leeren. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.